Wahnsinn! Der nächste Finanzgigant warnt vor dem US-Dollar-Kollaps. Die 4 Billionen schwere Schweizer Bank UBS warnt vor weiterem Rückgang des US-Dollars und rät ihren Investoren, US-Dollar-Bestände zu reduzieren. Das ist hier nicht irgendein Internet-Blab oder sowas, der hier vor dem US-Dollar warnt, sondern das ist hier eine der relevantesten Banken der Welt. Gleichzeitig haut Elon Musk heute 4 Tweets zum US-Dollar-Kollaps raus und warnt hier auch nochmal. Er sagt definitiv, dass das System hier kurz vorm Zusammenbrechen ist. Wahrscheinlich übertreibt das hier etwas, aber auch Elon Musk warnt. Und gleichzeitig haut jetzt hier noch Larry Lepard, ein anerkannter Analyst hier in der Bitcoin-Szene, die Warnung raus, dass aktuell die Wahrscheinlichkeit einer Hyperinflation von über 20% gegeben ist. Das ist wirklich krass, was hier abgeht, und wir schauen uns das jetzt alles an, was es damit auf sich hat. In einem Artikel heißt es hier, der Finanzriese UBS erwartet, dass sich der US-Dollar weiterhin abschwächen wird und rät den Anlegern, ihre Portfolios neu zu bewerten. Die Bank prognostiziert einen Rückgang aus mittlerer Sicht aufgrund schrumpfender Zinsvorteile und wachsender Haushaltsdefizite. Da der Dollar seit Juni um 5% gefallen ist, empfiehlt UBS Strategien wie Währungsabsicherungen und Diversifikationen in anderen Währungen und Vermögenswerten. Und hier kommt jetzt zum Beispiel Gold, aber natürlich auch Bitcoin ist hier eine Alternative. Lange Zeit galt man hier als Crash-Prophet, wenn man hier vom Dollar-Kollaps gesprochen hat. Mittlerweile sind hier die größten Banken der Welt, hier die UBS, eine Schweizer Bank, die ja auch die Credit Suisse übernommen hat, ist hier im Endeffekt mittlerweile auch hier auf Alarmstufe rot und ist hier auch sehr, sehr bärisch, was den Dollar angeht. Ich sag's euch aber ganz ehrlich, der Dollar wird wahrscheinlich nicht morgen über den Jordan gehen, sondern das wird wahrscheinlich noch sich sehr, sehr lange hinziehen können. Aber trotzdem, die Alarmzeichen, die weiten sich immer weiter aus. Wir hatten jetzt hier tatsächlich in den letzten 3 Tagen eine Schuldenausweitung im US-Dollar-Raum von 347 Milliarden US-Dollar. Also in 3 Tagen würden hier einfach mal über 300 Milliarden neue Schulden gemacht. In den USA hat jetzt das neue fiskalische Jahr hier angefangen und hier hat tatsächlich die USA am ersten Tag alleine hier 200 Milliarden Schulden gemacht. Elon Musk kommentiert, Amerika fährt absolut in die Bankruptcy, also hier in die Staatspleite hinein. Das ist wirklich alarmierend, was hier aktuell abgeht. Aber Elon Musk warnt hier nicht nur vor der Staatspleite, er zitiert hier auch Milton Friedman, der gesagt hat, Inflation ist eine Funktion der Bundesausgaben. Wir sollten alle an die Weisheit von Milton Friedman denken, der lehrt, dass die Kosten der Bundesregierung nicht durch den Steuersatz, sondern durch das Ausmaß der Bundesausgaben gemessen werden. Der Kongress gibt zu viel aus, das treibt die Preise in die Höhe. Und hier geht Elon Musk darauf ein und sagt genau, übermäßige staatliche Ausgaben sind die Ursache für Inflation, weil ihre Schecks nie platzen. Sie erhöhen einfach die Geldmenge und höhere Geldmenge bedeutet hier einfach Inflation. Das ist anders, wie es von der EZB gepredigt wird, von wegen Putin ist schuld und das Ausland ist schuld, Lieferketten sind schuld, irgendwelche Streiks sind schuld, Corona, whatever. Klar hat es auch damit was zu tun, aber hier wird einfach vergessen, dass hier auch massiv die Geldmenge erhöht wird. Elon Musk jetzt wirklich hier im Daueralarmmodus, ein Tweet nach dem anderen. Jetzt feuert er hier gleich den nächsten Tweet raus, Elon Musk. Hier zitiert er tatsächlich wieder jemand anderes, der gesagt hat, die Staatsausgaben der USA sind seit Anfang 2020 um satte 44% gestiegen. Das muss man sich mal geben hier. Wenn das ein Unternehmen wäre, das wäre schon längst pleite. Viele Unternehmen haben nach 2022 den Gürtel enger geschnallt und schneiden besser ab. Doch die Staatsausgaben gehen unverhindert weiter. Und das ist im Endeffekt hier das große Alarmzeichen. Hier sagt er dann auch ganz klar, extreme Staatsausgaben treiben unser Land in den Bankrott. Also er sagt es hier nicht nur einmal, er sagt es zweimal, dreimal, viermal. Und er ist hier wirklich sehr, sehr on fire aktuell. There is a hole in the balance sheet. Our domestic debt to GDP is around 130%. Meaning, there is an excessive amount of debt with no growth to pay it back. So there's a hole, there's a loss. That loss has to be realized. Who's realizing the loss? And the public deserves to know that answer. And if it becomes rich people are expected to realize the loss, I'll get on this podcast and I'll say that. But right now, what authorities are deciding in front of us is the poor average American is expected to realize this loss. That is not arguing against you guys. That is just a fact.
And so if you are listening or you have people you care about, tell them to buy Bitcoin, because if you don't have assets, and if especially you don't have Bitcoin, you are expected to realize the loss. Jack Mallers hier mit ganz klaren Worten. Es gibt ein Loch im Balance Sheet, im Budget von großen Nationalstaaten wie hier der USA. Und hier geht er darauf ein, dass mittlerweile hier die USA 130% verschuldet ist im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Und irgendjemand muss für diese Schulden aufkommen. Es gibt aktuell kein Wachstum, wie man diese Schulden zurückzahlen könnte. Wenn jetzt zum Beispiel hier AI komplett durch die Decke gehen würde und man extreme Produktivitätsschübe hat, klar, dann kann man diese Schulden abzahlen. Aber diese Produktivitätsschübe, die gibt es aktuell nicht. Also muss irgendjemand diese Schulden bezahlen. Und jetzt ist die große Frage, wer muss diese Schulden bezahlen? Die Armen müssen diese Schulden bezahlen, weil die armen Leute haben keine Vermögenswerte. Er sagt hier auch, jeder, der hier kein Bitcoin hat, der muss diese Schulden abbezahlen. Jeder, der keine Immobilien, kein Gold, keine Aktien hat, der muss diese Schulden zurückbezahlen, weil er einfach in seiner Sparkraft, auf seinem Sparbuch, sein Geld, das verliert immer weiter an Wert, und dementsprechend werden hier die Leute massiv gerugpult, massiv ausgenommen, und dementsprechend plädiert hier Jack Mallers absolut auf Bitcoin, weil Bitcoin, wir es gesehen haben, dass Bitcoin am meisten profitiert von der Geldentwertung. Bitcoin korreliert zu 83% mit der M2-Geldmenge, also jeder Dollar, der hier gedruckt wird, fließt früher oder später auch irgendwann mal in Bitcoin, zumindest wenn man hier die historischen Trends anschaut. Ja, beziehungsweise es war jetzt etwas übertrieben formuliert, nicht jeder gedruckte Dollar fließt in Bitcoin, aber viele der gedruckten Dollars finden dann halt ihren Weg in Bitcoin, und proportional fließt halt am meisten von den neu gedruckten Dollars hier in Bitcoin. Nicht im Volumen, aber halt relativ zur Marktkapitalisierung profitiert dann hier Bitcoin am meisten, weil Bitcoin halt auch noch eine sehr, sehr kleine Marktkapitalisierung hat. Gleichzeitig haben wir dann hier noch so ganz gechillt eine Warnung hier von Bank of America. Achtung, hier alle Customer haben jetzt eine Balance von 0 Euro oder von 0 Dollar. Hier wird es scheinbar komplett einmal der Service runtergefahren. Es gab keinen Zugang mehr zu den Bankkonten hier bei Bank of America, einer der größten Banken hier auch weltweit. Die ganzen Balances waren auf einmal auf 0 Dollar. Also hier wirklich katastrophal, was hier aktuell in dem Fiat-System abgeht. Der Dollar entwertet, die Bankkonten sind nicht mehr sicher. Hier Bankkonten sind einfach nicht mehr verfügbar. Und dementsprechend gibt es hier nur eine Lösung, und die nennt sich Bitcoin. Holt euch hier einfach eine Hardware-Wallet, kauft euch Bitcoin, schickt es hier zum Beispiel auf einen Trezor, dann habt ihr hier unabhängiges Geld, das euch niemand einfrieren kann, niemand zensieren kann. Und hier kann auch nicht einfach über Nacht die Balance mal auf 0 Dollar oder sowas fallen, weil Bitcoin hier ein dezentrales System ist und es hier keinen zentralen Server gibt wie bei Bank of America, wo einfach mal der Server ausfallen kann. Ihr nehmt euch einfach Bitcoin, haut es hier auf eine Hardware-Wallet und seid dann wirklich sehr, sehr sicher unterwegs. Das ist einfach. Das ist simpel, das ist Open Source, das kriegt jeder hin, und dann seid ihr eure eigene Bank und seid ihr komplett selbstsouverän unterwegs. Ich verlinke euch unten den Link zu Trezor, da bekommt ihr mit dem Code Bitcoin Hotel sogar noch bis zu 10% beim Kauf von so einer Hardware-Wallet. Aber das Krasseste, was ich jetzt heute tatsächlich gehört habe, war hier von Larry Lippard. Das müssen wir uns auch ganz schnell anschauen. Hört einfach mal ganz genau zu, was er hier sagt. Know that the policy response would be, we are going to print whatever it takes. Just as the Fed balance sheet went from less than a trillion, 900 billion to, you know, 3 trillion over 3 or 4 years with, you know, QE and Bernanke. And then it went from 3 trillion to 9. It's come back to 7 under Powell. The next one's going to take the Fed balance sheet to 25. And at some point, you know, the way, and I'm not suggesting hyperinflation is my base case, because it's not. It used to be a complete tail risk. I'm now thinking it's kind of a 10 or a 20% case. But, the way that hyperinflation occurs is when people lose confidence in the currency and they say to themselves, just get me out of this currency. I know it's worthless. If the Fed comes in and buys the entire U.S. government bond market, which arguably it would have to do if the stock market went down 40% and the bond market sold off hard and interest rates went up a lot, you know, you're on your way. You know, that's a 200,000 plus Bitcoin price going to a million, and that's a $5,000 an ounce gold price. Das ist hier wirklich verrückt. Larry Lippard, der früher übrigens Goldbug war und jetzt hier kompletter Bitcoin-Befürworter ist, sagt hier, dass es nur noch einen Weg gibt, und der bedeutet, das Balance Sheet der Federal Reserve immer größer zu machen. Es wird gedruckt werden und noch weiter gedruckt werden und noch weiter gedruckt werden. Es gab historisch nur ganz, ganz wenige Momente, wo das Balance Sheet mal wieder etwas kleiner geworden ist. Darüber spricht er hier, und er sagt hier auch, Hyperinflation ist nicht sein Base Case, also nicht die höchste Wahrscheinlichkeit, von der er ausgeht, aber mittlerweile ist er hier schon bei 10 bis 20% Wahrscheinlichkeit, dass man hier im US-Raum
eine Hyperinflation sieht. Ich meine, das müsst ihr euch mal geben. Der größte Währungsraum der Welt hyperinflationiert hier auf einmal. Er sagt hier im Endeffekt, dass es entstehen würde, durch das, dass die Leute absolut das Vertrauen in den US-Dollar verlieren. Aber das müsste relativ schlagartig passieren. Momentan passiert es eher schleichend. Deshalb ist auch hier mein Base Case nicht, dass morgen der Dollar gegen die Wand fährt, sondern dass es sich wirklich noch hinziehen kann. Und dann sagt er hier auch ganz klar, dass es passieren könnte, dass wenn niemand mehr die US-Staatsanleihen mehr will, wenn niemand mehr am Anleihenmarkt hier irgendwelche Staatspapiere kauft, dass dann die Fed hier einspringen muss und hier alle Anleihen aufkaufen muss, quasi den ganzen Bondmarkt aufkaufen muss. Und dann wird hier ganz klar, dass das hier ein riesen Ponzi-System ist, das hier am Laufen ist. Und das würde auch bedeuten, dass wir Bitcoin-Preise von 200.000 bis 1 Million sehen und Gold würde in diesem Szenario hier auf 5.000 US-Dollar die Unze steigen. Also man sieht hier, Bitcoin würde hier von diesem Szenario mehr profitieren als Gold. Also hier auf der einen Seite sehr warnende Warne von Larry Lepard, auf der anderen Seite natürlich ultra bullish für Bitcoin. Lasst mich jetzt auch gerne wissen, was ihr zu diesen verrückten Aussagen hier sagt. Elon Musk dreht komplett durch, die UBS warnt, Larry Lepard hier in Alarmstufe. Also ich denke nicht, dass der Dollar morgen kollabiert, aber trotzdem sehr, sehr verrückt zu sehen, dass immer mehr Analysten, Jack Mellers habe ich auch noch vergessen, selbst BlackRock sieht mittlerweile den US-Dollar. Genau, das können wir auch noch kurz angucken. BlackRock haut mittlerweile auch hier solche Statistiken raus, wo man hier sieht, die Kaufkraft vom US-Dollar, die immer weiter abnimmt. Und BlackRock sind ja im Endeffekt auch dafür bekannt, dass sie eine gewisse Seriosität haben. BlackRock warnt, UBS warnt, Elon Musk warnt, Jack Mellers warnt, Larry Fink warnt. Und Bitcoin ist hier eine Lösung. Und dementsprechend schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die aktuelle Situation einschätzt. Wir sehen uns. Bis dann. Peace out.